Heute bei Faktastisch 13 Fakten über die neue Amazon Prime-Serie Preacher. Los geht's! Breaking Bad Co-Produzent Sam Catlin schrieb das Drehbuch und wird als Showrunner im Einsatz sein. Preacher wird von der US-Presse als nächster großer Hype nach The Walking Dead und Game of Thrones gehandelt. Man sagt, bevor sie Prediger wurden, haben sie Dinge getan. Der geistliche Jesse Custer, gespielt von Dominic Cooper, ist in der Serie auf der Suche nach Gott, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Der Prediger aus Texas streift gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Tulip und dem irischen Vampir Cassidy durch das Land, um sein eigenes Unheil wieder auszugleichen. Die Serie Preacher basiert auf der sehr populären gleichnamigen Comicreihe von Autor Garth Ennis und Zeichner Steve Dillon. Die Preacher-Comicreihe erschien von 1995 bis 2000 und umfasste 75 Hefte. Eine von vielen interessanten Figuren verkörpert der Schauspieler Ian Colletti. Er spielt eine Figur namens Arseface, also zu Deutsch Arschgesicht, der nach einem gescheiterten Selbstmordversuch mit einer Schrotflinte wortwörtlich nun ein Gesicht wie ein Hinterteil hat. Am 16. November 2013 wurde bekannt, dass eine Pilotfolge für die Serie bestellt wurde. Am 14. Mai 2015 starteten die Filmarbeiten für die erste Episode und seit heute läuft die Serie exklusiv bei Amazon Prime. Es dauerte 7 Jahre, bis Preacher schließlich verfilmt wurde. Von vielen Fans wird sie bis heute als die beste Comicserie, die jemals veröffentlicht wurde, bezeichnet. Es reicht! Bin gleich soweit, Sheriff. Im Jahr 2002 sollte die Comicserie mit James Marsden in der Hauptrolle verfilmt werden, was schließlich aber doch nicht geschah. Selbst der Zeichner vertrat nämlich die Meinung, dass eine Comicserienverfilmung die bessere Wahl sei. Entwickelt wurde die Serie von Schauspieler Seth Rogen, auch bekannt aus den Filmen Bad Neighbors und The Interview, und Evan Goldberg, der die Regie des Pilotfilms übernahm. Laut Befürwortern der Serie soll Preacher der Nachfolger von Breaking Bad werden. Aber mal im Ernst, eine der besten Serien aller Zeiten soll von einem Seth Rogen produziert werden? Wir sind gespannt. Auf den Promopostern ist das umgedrehte Jesuskreuz zu sehen. In der heutigen Zeit wird es mit der Unabhängigkeit vom religiösen Kontext und dem Satanismus in Verbindung gebracht. Jessys Gegenspieler in der Serie ist der Saint of Killers. Er ist eine unaufhaltsame Tötungsmaschine, dessen einziges Ziel es ist, Jesse zu jagen und zu töten. Die Comicserie stand öfters wegen der religiösen Kontroverse im Mittelpunkt vieler Kritiker. Keiner wollte sich die Hände schmutzig machen, bis Seth Rogen kam. Preacher erscheint in Deutschland immer kurz nach US-Erstausstrahlung exklusiv bei Amazon Prime. Auf den Social Channels von @amazonvideo.de werden regelmäßig neue Teaser und Trailer veröffentlicht.